Ja, hallo liebe Freunde des Enneagramms. Also heute bringe ich jetzt James Dean das Thema. James Dean, Enneagramm Muster 4 mit der ausführlichen Erklärung. Also das ist jetzt Teil 2 zu Ende. Und dann sind es insgesamt so 2 Stunden James Dean, was ich jetzt auf YouTube hochgestellt habe. Und ich wollte halt dadurch das Enneagramm Muster 4 erklären anhand von James Dean. Aber es ist jetzt wirklich sehr viel geworden. Und das Konzept wird in Zukunft sein, dass ich das alles ein wenig kürzer halte. Also wenn ich irgendwelche berühmte Persönlichkeiten erkläre. Weil es ist einfach zu viel. Also, weil dann schaut so keiner mal an, wenn es so lang geht. Aber das bringe ich jetzt nur zu Ende mit James Dean und Enneagramm Muster 4. Und ihr kennt es eigentlich auch, die anderen Teile alle, die ich gemacht habe von James Dean Anschauer. Dann gibt es ein einheitliches Bild oder dann wird das ein rundes Bild. Weil alles bezieht sich praktisch, in den ich Filme, die ich über James Dean gemacht habe, alles bezieht sie auf das Enneagramm Muster 4. Und wenn sie die 4 Teile anschaut, dann wird es so deutlicher. Und ich habe jetzt einen Cut gemacht beim letzten Video. Da ging es um das Lebensthema, also um den Neid. Und jetzt mache ich weiter bei James Dean. Und zwar Enneagramm Muster 4, der Romantiker, der Melancholiker. Und ich habe jetzt hier den Abwehrmechanismus, also mit meiner Schablone, die ich immer so mache. Wir sind jetzt beim Abwehrmechanismus und das wäre bei Muster 4. Ist das die Introjektion bzw. die Sublimierung? Und Sublimierung kann man sich so vorstellen. Also der Begriff ist ja geprägt von Sigmund Freud in seiner Psychoanalyse. Und beim Begriff sublimieren, also der Begriff kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet sich erheben bzw. sich erhöhen. Und also Sigmund Freud meint damit, sich von einem normalen Verhaltenszustand in einen höheren Verhaltenszustand zu begeben. Also wenn man hier mal anschaut, normaler Verhaltenszustand und dann geht es dann stufenweise hinauf. Und er meint, der gehobene, also ein besonderer Verhaltenszustand, gegebenenfalls durch die Kunst. Also dass man eben anders ist wie die anderen. Und er hat ja da nur mit, also James Dean hat ja lyrische Texte und Gedichte und Verse gemacht. Und also, was er alles gemacht hat, damit er aus dem Normalen ein bisschen ausbricht oder mehr ausbricht. Und das bedeutet, dass sich erhöhen. Und also anders sein zu wollen als die anderen. Und das ist ja bei ihm so, also wenn du den letzten Teil anschaut, ist er wirklich komplett gegeben. Also er hat ja das so oft gesagt, die Spießbürgerlichkeit oder was, die kotzt ihn an und so ein normales Leben führen mit Frau und Kind oder was, das kommt ja für ihn gar nicht in Frage. Und das war dann auch das, wo, also mir kommt es teilweise auch schon ein wenig so vor wie der Steppenwolf. Also sich abheben von den anderen durch, meistens ist es oft die Kunst, also Sublimierung, also sich erhöhen durch die Kunst. Und dann habe ich jetzt dann auch noch Beispiel dafür.
Also, so kann man das verstehen. Also, ich bin anders wie ihr. Ich meine, das kommt ja jeden Punkt von der Schablone, die ich jetzt gemacht habe, deutlich zum Ausdruck. Einfach anders sein zu wollen wie die anderen. Und da spreche ich jetzt nur mal das Kapitel Rennfahrerei an bei James Dean zur damaligen Zeit. Also, wo das ja wirklich teilweise ein Novum war oder wo das halt außergewöhnlich war. Also in die 50er Jahre oder so. Und Kunst und Philosophie, also er hat sich ja da wirklich schon sehr damit beschäftigt, mit Michelangelo, also mit dem David und mit Allegri, mit Dante halt, Dante Allegri und also eine göttliche Komödie und mit Shakespeare und so. Also da war er ziemlich gut mit dabei. Und wenn man dann einmal sein Auto anschaut, also den Porsche Spyder 550, den zur damaligen Zeit nur fast kein Mensch nicht gefahren hat, also in Amerika 4 Leute gerade mal, wo er mit zum Ausdruck bringen wollte, ey, wenn ihr alle irgendwie so ganz normale Straßenkreuzer fahrt, dann fahre aber ich was anders. Also so, das gehört ja da alles mit dazu. Und dann komme ich jetzt zu meine Stärken. Und meine Stärken bei Enneagramm Muster 4, das sind Gefühl, Echtheit und Tiefe. Und ich habe dann das Gefühl immer hergenommen. Und Warner Brothers hat da mal geschrieben, in so einem Essay, also die Filme von James Dean, also seine Filme sind emotional so aufgeladen und treffen gefühlsmäßig mitten ins Herz. Also Menschen berühren ist hierbei die Gabe von James Dean gewesen. Und wenn man mal die Filme anschaut, das kennst du ja auch mal machen, Rebel Without a Cause oder Giganten, und natürlich Jenseits von Eden, also der Film, der ihn dann überhaupt nach oben gebracht hat. Das ist ja wirklich Gefühl, Tragik, Schwere, Melancholie. Also das, was ich jetzt alles schon erklärt habe, das ist ja da mit drin. Und das hat schon eine, na, wie soll man sagen, gefühlstechnisch, also ist das schon ganz, ganz schön heftig. Und wie gesagt, das war auch seine große Gabe, die er gehabt hat, wodurch ihn auch Elia Kazan, also damals der Regisseur bei Warner Brothers, entdeckt hat. Und dann ging es ja los mit Jenseits von Eden, wo er ja dann den Film, also im Film dann so immer um die Gunst von seinem Vater gebuhlt hat. Also so und wo das schwierig war und wo er die dann meistens nicht gekriegt hat. Und da gab es halt dann so wirklich tragische Szenen auch im Film, wo er da fast verzweifelt ist dran. Und ich meine, das war ja auch in seiner Biografie, wenn du das Video anschaust, so ein paar zurück in seinem Leben oder so. Die Gunst für seinen Vater, also die er so nie gekriegt hat. Und das zum Thema Gefühl. Das ist ja bei Enneagramm Muster 4 schon sehr ausgeprägt. Also, und wo halt immer das Gefühl so eine Tiefe, so eine Schwere, so eine Tragik, so eine Melancholie hat, Authentizität, was alles dazu gehört. Und jetzt haben wir so die Echtheit, also so eine Stärke, und zwar bei ihm die Echtheit, also an der eigenen Filmpremiere Jenseits von Eden nicht teilzunehmen, das ist schon der Hammer. Also so locker vom Hocker da rennen zu fahren.
Also er war ja an seiner eigenen Filmpremiere gar nicht mit dabei und hat gesagt, ja, das sollen die irgendwie machen, das läuft schon. Aber ich als Hauptperson bin gar nicht mit dabei, sondern ich fahre Rennen. Also ich finde, das ist schon sehr authentisch und sehr echt. Und ich habe es ja schon im letzten Video beschrieben, diese Echtheit und diese Authentizität ist bei Muster 4 schon wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Also wo man sie nicht unbedingt immer so nach dem verbiegt, dass man jetzt um jeden Preis der Welt der Erfolg hat, sondern man ist schon noch so, wie man ist. Also so ungefähr halt. Und das ist jetzt nur mal als ein Kurzbeispiel. Und jetzt geht es um die Tiefe. Und da war ja das Tiefe, ich bin der Tante der 52. Straße in New York am Broadway. Ich fühle mich wie der David bei Michelangelo. Also, das ist schon so eine Tiefe, wo ich mir denke, hey, der David bei Michelangelo, das, also da muss schon mal hinkommen, an diese Schwere. So, das zum Thema Tiefe. Also ich meine, er hat ja da so Dinge geschrieben, also in der Schwermütigkeit der Nacht hämmert die monotone Schönheit, orgastische Bilder in mein Gehirn, eine Aura von Horror umgibt mich, das ist meine göttliche Komödie, ich bin der Tante der 52. Straße, ich fühle mich einsam, vergib mir, ich bin einsam. Also das war ja der Brief einer Freundin, die er geschrieben hat. Also er ist in New York, mitten in New York, umgeben von Millionen Menschen, aber er fühlt sich eben trotzdem einsam. Und das drückt das Ganze dann nochmal aus, also was ich mit Tiefe meine. So, bei meiner Schablone. Gut, dann machen wir weiter. Also, es gibt natürlich auch Schwächen immer in jedem Muster. Und es wären hier bei Muster 4, Romantiker, Melancholiker, meine Schwächen sind die Subjektivität, die Unberechenbarkeit und Unausgeglichenheit. Also Subjektivität, also da ist nichts mit Objektivität. Also Analytiker werden die Mustervierer nicht mehr. Mustervierer denken mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. Und es kann schon mal ein paar Körner kosten im realen Leben. Also nicht, dass es schlecht wäre, mit dem Herzen zu denken, aber wenn es zu viel wird, kann man sich halt drin verlieren. Und das ist ja bei ihm auch eindeutig passiert. Genauso ist es umgekehrt, wer nur mit dem Kopf denkt, kann sich wiederum darin verlieren. Darum wäre es ja wichtig, die Mitte hierbei zu finden. Und das Enneagramm ist ja bemüht, einen Gleichklang zwischen Herz, Kopf und Bauchzentrum herzustellen. Und dann hätten wir hier nur die Unberechenbarkeit, also nach dem Motto, alles ist möglich, nur keine Konstanz. Lasst auf einmal doch den Porsche vom Hänger auf der Fahrt nach Salinas, wirft alle Vorsätze vom Bord, wie aus dem Nichts. Also es wird schon gut gehen. Das war eine reine Gefühlsentscheidung und hat mit dem Verstand nichts zu tun. Actors Studio, also der Chef sagt ja mal, James Dean war in der Lage, aus jeder belanglosen Situation ein Drama zu machen. Also der hat ja da praktisch an seinem Todestag, denn er wäre ja zum Rennen gefahren nach Salinas und er hat ja zur Auflage gehabt von seinem Arbeitgeber, du darfst Rennen fahren, aber du musst den Porsche auf den Anhänger transportieren zu den Rennen. Und darf schnell auf der Straße mit rumfahren, weil das viel zu gefährlich ist. Und da hat er sich auch immer dran gehalten und genau an dem Tag hat er aber alles über Bord geworfen. Also
und hat gesagt, du, nee, jetzt, ich war auf der Straße dann rum, das wird schon irgendwie gehen. Also das war eine reine Gefühlsentscheidung und keine Verstandesentscheidung. Und das hat ihn dann letztendlich dann doch den Tod gebracht, dann sozusagen, also um das jetzt einmal so drastisch auszudrücken. Und wie gesagt, am Kopf Menschen oder was, wäre das wahrscheinlich nie passiert, weil er gesagt hätte, du, ich habe die Auflagen und es macht ja auch Sinn. Das Ding ist eigentlich eine Rennmaschine und wenn ich da auf der Straße rumfahre, ist halt gefährlich, weil der so tief ist, der Porsche, und in Silber und in Amerika, wo ja dann doch meistens dann so warmes Wetter ist, also in Kalifornien halt. Und er ist ja da nicht gesehen worden, also der eine, der da abgebogen ist, wo es dann zum Unfall kam, der hat halt gesagt, das Wetter war halt so, also die gleißende Sonne war so tief gestanden und die Luft hat so vibriert und da hat er den flachen Porsche halt nicht gesehen, gell? Und wie gesagt, das wäre alles nicht passiert, wenn er den Porsche einfach am Hänger gelassen hätte. Ja gut. Hätte Fahrradkette, so halt. Aber bei Muster 4 sind halt so Gefühlsentscheidungen dann doch oft einmal schneller gefallen wie bei Kopfmenschen halt jetzt so. Und dann hätten wir hier noch die Unausgeglichenheit. Also einmal fühlte sich James Dean wie der David bei Michelangelo und dann wieder wie der Dante der 52. Straße in New York. Also das ist ja immer so eine Berg- und Talfahrt per excellence beim Muster 4, was die Unausgeglichenheit halt widerspiegelt. Und mehr Stimmungsschwankungen, das geht ja fast schon nicht, gell? Also einmal oben, einmal wieder unten. Und das ganz schnell. Aber dann ganz schnell wieder oben. Es ist immer so Berg- und Talfahrt. Das zum Thema Unausgeglichenheit. Und dann haben wir hier noch die Grundangst. Und die Grundangst bei Muster 4 ist halt einfach, also defekt zu sein. Also irgendwas stimmt nicht mit mir, so nach dem Motto. Das sind halt schon immer Fragen, die sie die oft stellen so im Leben. Was stimmt denn mit mir nicht? Warum bin ich so, wie ich bin? Und die anderen sind alle ganz anders. Also das ist immer so der Teufelskreislauf. Und das Grundbedürfnis wäre, intuitiv zu verstanden werden. Also, dass praktisch die Leute einen so nehmen, wie man ist, auch wenn man seine Starallüren so hat. Das wäre so der Traum von Muster 4, intuitiv verstanden zu werden. So. Und jetzt zum Vergleich hätte ich nur mal gebracht, Muster 4, berühmte Persönlichkeiten. Und wir haben hier einmal Ingmar Bergman, das ist ein schwedischer Drehbuchautor, Kate Bush, eine britische Sängerin, also mit den Songs Wuthering Heights und Running Up That Hill. Das waren so die bekanntesten Lieder von Kate Bush. Und dann haben wir hier eine ganz große Persönlichkeit, und zwar finde ich Nicolas Cage als Enneagrammmuster 4, amerikanischer Schauspieler, der die Filme gemacht hat, Leaving Las Vegas, Joey und Ghost Rider. Jetzt, das sind nur ein paar Filme, aber das waren so die bekanntesten und was man wo auf Enneagrammmuster 4 anwenden kann. Und für Nicolas Cage, da werde ich jetzt dann auch mal ein Video machen, und zwar so unterhalb 10 Minuten. Also Enneagrammmuster 4, Nicolas Cage. Und er hat da mal ein Interview gegeben bei BBC und das ist sehr interessant. Und da wird auch noch deutlich, was Enneagrammmuster 4 eigentlich so ist und wie man sich das vorstellen kann. Dann haben wir noch Fjodor Dostoevsky, russischer Schriftsteller mit den Stücken Schuld und Sühne und die Dämonen.
Also ist irgendwo, gehört auch zu meinen Lieblingsschriftstellern, Dostojewski. Dann haben wir noch Bob Dylan, amerikanischer Sänger. The answer, my friend, is blowing in the wind, zum Beispiel. Das war eines der bekanntesten Lieder. Dann haben wir Hermann Hesse, Deutsch-Schweizer, Schriftsteller, Dichter und Maler. Der hat auch das berühmte Stück geschrieben, Der Steppenwolf. Und da ist es so, der Steppenwolf, das erinnert mich eigentlich immer so schon an James Dean. So wie er das beschreibt in New York. Also inmitten von Millionen Menschen, aber trotzdem einsam. Und beim Steppenwolf ist es ja genauso. Also wie der, die Hauptperson von Steppenwolf, wo immer so durch die Städte so läuft und dann so ganz wehmütig die Familien nachschaut, wie toll doch die leben. Also Mann, Frau, Kind, Familie und das dann auch gern haben möchte, aber es nicht schafft, das umzusetzen. Letztendlich. Und oh, total einsam irgendwo halt so dahin vegetiert. Aber er schafft es nicht, irgendwo eine Familie zu gründen. Also oh, inmitten von vielen Millionen Menschen dann einsam zu sein. Also wie James Dean praktisch. Dann haben wir Michael Jackson, amerikanischer Popsänger. Janis Joplin, amerikanische Rock- und Blues-Sängerin. Dann haben wir erstaunlicherweise Michelangelo, italienischer Maler, Bildhauer, Baumeister und Dichter. Und er hat sich ja in einem Fotoshooting, habe ich ja in den letzten Folgen auch schon beschrieben, mit dem David bei Michelangelo identifiziert, also James Dean, und hat dann zu dem Fotografen Dennis Stock gesagt, ich komme irgendwie so vor wie der David bei Michelangelo. Und Michelangelo, Enneagramm musste 4, James Dean, Enneagramm musste 4, also es passt alles zusammen. Das ist schon erstaunlich. Dann haben wir noch Alanis Morissette, kanadische Sängerin. Liam Neeson, britisch-irischer Schauspieler. Edgar Allan Poe, amerikanischer Schriftsteller. Also der war Kriminal- und Horrorliteratur, also Schreiber. Und was mir auch noch total gut gefällt, weil Prince war auch so ein Star aus meiner Jugendzeit, also so Idol. Also Prince, amerikanischer Schauspieler und Sänger und Purple Rain natürlich. Und über Prince kennt die auch nochmal eine Serie machen, weil das trifft alles genauso ein wie bei James Dean. Also wenn ich jetzt die Schablone bei Prince durchgehe, wird 1:1:1 das gleiche. Dann haben wir noch Vincent van Gogh, holländischer Maler und Zeichner, Oscar Wilde, irischer Schriftsteller, Lyriker und Dramatiker. Und da ist ja das Bildnis des Dorian Gray in einem Film, also in einem Video, aufgenommen worden. Und da ging es darum, er gibt seine Seele her, um für immer jung zu bleiben. Also, und das trifft auch echt so richtig in einer Grammmuster 4 rein. Und dann haben wir zum Abschluss Kate Winslet, britische Schauspielerin und Sängerin. Und jetzt habe ich somit James Dean durchgearbeitet am Hand vom Enneagrammmuster 4. Und das sind jetzt ziemlich zwei Stunden, so summa summarum zusammengekommen. Und ich habe mir jetzt gedacht, gut, das mache ich jetzt mal, um zu schauen, wie das ankommt. Wenn das so ausführlich ausgearbeitet ist. Und mir hat es total Spaß gemacht, weil James Dean ist ja sowieso für mich absolutes Highlight oder Idol immer noch. Und aber in Zukunft werde ich das jetzt einfach kürzer fassen. Also ich schaue mal, dass ich so Videos von berühmten Persönlichkeiten, dass ich das irgendwo so eindampf auf knappe 10 Minuten. Weil dann ist eher der Fall gegeben, dass es dann halt mehr angeschaut wird, weil ich meine, gut, immer so eine halbe Stunde oder Stunde ist schon viel. Und
die Biografie, die ich gemacht habe für James Dean, das waren, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde. Und das ist halt dann schon heftig. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, also James Dean, die meisten kennen ja deren gar nicht mehr, also die Jüngeren. Da habe ich mir gedacht, das ist schon fast wie Bildungswahnsinn. Hier, wenn ich dann James Dean erklären muss, weil, also Praktikant von mir in der Arbeit, 16, ja, gesagt, James Dean, wer ist jetzt das? Gell? Also, das war schon witzig. Aber er hat sich dann die Videos angeschaut und hat gesagt, na gut, irgendwo kommt es ihm doch schon nur ein bisschen bekannt vor. Also mit dem Porsche halt und roten Jacken und weißen T-Shirt und dann die Haare so nach hinten kämmt. Und denn sie wissen nicht, was sie tun. Also es war ihm dann irgendwo ganz hinten schon nur ein Begriff. Ja gut, dann bin ich heute am Ende schon für mein Video. Wie gesagt, James Dean habe ich jetzt zum Abschluss gebracht. Und wenn euch James Dean interessiert, schaut auch die anderen Videos an. Und jetzt die Erklärung, die ich an der Schablone gemacht habe, finde ich eigentlich ganz interessant. Und ich habe ja in dem Fall jetzt wirklich ausschließlich nur Dinge hergenommen von James Dean. Also aus seiner Biografie halt raus und aus Gedichten oder Verse, die er geschrieben hat, oder wie er andere Leute gesehen hat, wie ihn die Leute gesehen haben selber, was die Presse über ihn geschrieben hat, was Warner Brothers über ihn geschrieben hat und was ehemalige Schauspielkolleginnen über ihn geschrieben haben oder Kollegen. Und ich habe mir jetzt wirklich komplett nur auf James Dean bezogen. Und ich werde bei Nicolas Cage jetzt eine neue Folge machen. Und da geht es um Leaving Las Vegas. Und das werde ich aber dann kürzer machen. Aber es ist so, Nicolas Cage ist so Enneagrammmuster 4. Und wie gesagt, James Dean steht auf dem Index für Enneagrammmuster 4. Also man kann es nachrecherchieren im Internet. Und ich gehe halt immer auf den Index so und schaue, was sind da für berühmte Persönlichkeiten, was wird denn für Enneagrammmuster zugeordnet und ich check halt das dann nochmal nach, kann das jetzt sein oder nicht. Und bei James Dean muss ich wirklich sagen, kann ich mir jetzt nichts anderes vorstellen als Muster 4 eben. Aber gut, das ist immer ohne Gewehr, das ist so klar. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und seid so wieder mit dabei, wenn ich das nächste Video mache und da wird es wahrscheinlich um das gehen. Also ich werde jetzt ein Video machen über das sich selbst erkennen, also weil beim Tempel von Apollo in Delphi in Griechenland steht ja drauf, erkenne dich selbst. Und da werde ich nur kurz ein Video machen. Und dann gehe ich zu Nicolas Cage über. Und dann werde ich endlich zu Enneagrammmuster 2 kommen. Also dem Helfer, also Mutter Teresa praktisch. Weil da wartet die Melanie schon drauf. Das weiß ich. Melanie, Servus, wenn du das hörst. Und in den nächsten 2-3 Videos kommt dann der Helfertyp dran. Also Muster 2, Charakterfixierung 2. Gut, alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis bald. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es ein Like, teilt es, abonniert es und schreibt es einen Kommentar drunter, wie immer. Dann wünsche ich euch noch gute Zeit und bis bald. Euer Jorginho, Enneagramm on the Road. Macht es gut. Servus, habe die Ehre.